Tag, willkommen zurück auf der Sommerpause. Thema ist Bewerbung vor der Vornamensänderung. Und im Prinzip wäre das ein kurzes Video, weil ich das Problem nie hatte. Ich habe damals angefangen zu studieren und das war halt nicht so das Ding. Ich hatte mich halt einfach eingeschrieben als mit weiblichen Daten und Namen. Und das war halt nicht so das Problem. Als die Vornamensänderung durch war, bin ich einfach ins Studierendensekretariat gegangen, habe das Schreiben vorgelegt und dann wurden die Daten in dem ganzen Netzwerk geändert. Das einzige Problem war, dass die uni-interne E-Mail-Adresse, die kann man halt zumindest bei uns nicht verändern. Und die besteht immer aus den beiden Anfangsbuchstaben des Vornamens und dem Nachnamen. Das war natürlich ein bisschen doof, aber da mein jetziger Name auf diesen beiden Buchstaben endet, konnte ich, wenn Leute gefragt haben, warum das so ist, mich eben damit rausreden, dass bei mir die zwei Buchstaben am Ende genommen wurden, weil es tatsächlich noch jemanden gibt in der Uni mit meinem Namen. Und von daher war das kein Thema. Und ja, ansonsten hatte ich das Problem nicht, weil jetzt Nebenjobs und so habe ich mich immer darauf beworben, jetzt erst als alles schon durch war. Von daher war das nicht so das Thema. Allgemein würde ich sagen, was man eben machen kann, ist, zum Beispiel im FDM-Portal gibt es da auch irgendwie im Wissensspeicher ein Schreiben, wo man halt dann am Ende der Bewerbung einfach so ein, zwei Sätze einfügt, von wegen aufgrund der Tatsache, dass man transsexuell ist und die Namensänderung noch läuft, das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, sind die ganzen Daten noch auf den alten Namen und irgendwie so ist das formuliert. Also wie gesagt, im FDM-Portal, im Wissensspeicher findet man das. Das kann man halt dazulegen, wenn man sich mit männlichen Namen bewirbt, aber die Zeugnisse zum Beispiel noch auf weiblichen Namen ausgestellt sind. Ansonsten, weiß ich nicht, ist vielleicht auch eine Option, sich halt mit dem weiblichen Namen und so zu bewerben, wenn man vielleicht noch nicht ganz so weit ist, auch mit Testo. Und es dann bei einem persönlichen Gespräch, halt, falls man eingeladen wird, vielleicht zum Bewerbungsgespräch zu erklären, weil man dann auch unmittelbar eben diesen Menschen vor sich hat und es vielleicht dann leichter ist für denjenigen vielleicht zu verstehen und nicht direkt einfach nur so als jemand gesehen wird, den man deswegen ablehnt, weil ich denke schon, dass es teilweise vorkommen kann, dass wenn die Leute das eben lesen, Name passt noch nicht zum Geschlecht, sag ich mal, dass sie dann vielleicht sagen, dann mal nicht so. Und ich meine, wenn derjenige dann doch schlecht darauf reagiert, dann gut, dann wird man da wahrscheinlich auch nicht angestellt werden, aber andererseits, wenn man dann irgendwo arbeiten, wo man vielleicht nicht akzeptiert wird, ist halt auch scheiße. Wie gesagt, ich glaube, die beste Option ist, das mit dieser Formulierung, die man halt im FDM-Portal findet, oder ja, wenn es sich halt irgendwie vermeiden lässt, sich halt erst zu bewerben, wenn man die Vornamensänderung durch hat und die Zeugnisse und alles geändert hat. Oder man hat eben das Glück, dass man auf eine Schule geht oder an die Uni geht, wo das alles nicht so problematisch ist. Wie gesagt, bei der Uni schreibt man sich halt ein oder bewirbt sich halt mit dem alten Namen und allen Zeugnissen und so. Und wenn es dann durch ist, geht man halt ins Studierendensekretariat und lässt es ändern. Und für die Übergangszeit, gut, das ist dann wieder ein bisschen problematisch. Da muss man dann schon mit den einzelnen Professoren reden, falls die Teilnehmerlisten irgendwie so unterschreiben, rausgeben oder so, dass sie das vielleicht ändern können. Aber ich weiß nicht, das funktioniert da, glaube ich, eher bei kleinen Unis, weil bei den großen, denke ich, vergessen die das dann auch mal schnell, dass sie das ändern wollten oder sollten. Und
haben da meist nicht so den Überblick darüber, welche Leute tatsächlich in den Seminaren und Vorlesungen sitzen. Aber ja gut, andererseits bei den großen Unis kennt man die meisten Studenten dann auch irgendwie nicht mit Namen und da fällt es dann wahrscheinlich auch nicht so auf, wenn man dann quasi mit einem weiblichen Namen unterschreiben muss. Aber ja, ist natürlich halt ein blödes Thema so. Gerade deswegen ist es auch so nervig, dass die Vornamensänderung so lange dauert. Bei uns in anderen Ländern ist das eine Sache, die viel schneller erledigt ist. Aber das ist halt die deutsche Bürokratie. Ja, und so Nebenjobs und so, weiß ich nicht, vielleicht ist es dann auch gut, einfach zu gucken, ob man was findet, wo zum Beispiel keine Zeugnisse oder so verlangt werden, wo nicht so viele Unterlagen gebraucht werden, zum Beispiel nur ein Lebenslauf und Anschreiben so. Dann hat man den Stress zumindest nicht, dann kann man sich einfach mit männlichen Namen bewerben, ohne dass man in die Bedrängnis kommt, dass man halt noch irgendwelche Unterlagen mit dem alten Namen vorlegen muss. Ja, das ist halt eine der negativen Seiten dieser Übergangszeit. Wie gesagt, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es bei mir glücklicherweise recht unkompliziert lief mit der Uni. Und ja, die Zeit, in der die Vornamensänderung lief, die, ja, da war ich zwar eingeschrieben, aber ich bin halt auch nicht wirklich am Studieren gewesen. Ich war damals am Arbeiten, an einem Nebenjob ein paar Monate lang, aber ich hatte halt nicht studiert, weil es mir nicht so gut ging. Und hatte das halt auch abgesprochen mit der Studienberatung, dass ich halt erstmal klarkomme sozusagen und dann zum nächsten Wintersemester wirklich anfange. Und bis dahin war das halt alles durch, war alles schon geändert. Und von da an war ich halt mit meinem jetzigen Namen unterwegs und auch in allen Listen so geführt und im ganzen Netzwerk. Von daher war das dann Gott sei Dank abgehakt. Ja, gut. Das war's dann von mir an dieser Stelle für diese Woche. Und wir sehen uns nächste Woche.